Hallo, willkommen, meine Jünger, willkommen in Hope County. Lasset uns beten, lasset uns Buße tun. Wir sind hier, um diesen Außenposten dingfest zu machen und euch den Arsch aufzureißen, verdammt nochmal. Mit dabei ist auch wieder der Ending. Servus! Ja, wir schleichen über die Landebahn in der Nähe des Walds zu dieser Basis. Ich suche mir schon einen Ort, wo ich mich hinhauen kann eigentlich. Da muss ein Sniper auf jeden Fall, den markiere ich schon mal. Mit dem Fernglas habe ich ehrlich überhaupt noch wenig gearbeitet bis jetzt. Auch in Farquhar? Nein, in den Also jetzigen. mal. Ja, ich arbeite mit einem Zielfernrohr eigentlich. Nächsten zwei markiert. Da ist noch einer. Ich versuche mich auf das Dach zu schleichen. Dach? Weißt du, was das für ein... Da waren wir schon. Da haben wir das Flugzeug geflattert, oder? Ist das nicht da? Das kann sein. Oh! Danke. Scharfschütze ist weg. Der hat man nämlich bald gesehen. Okay, das wusste ich nicht. Das war eigentlich jetzt nur, weil ich jetzt... Ja, ich bin zu wenig nah dran. Ich muss näher ran. Oh, der lebt aber noch. Schon. Oh, da sieht mich einer. Gerade vor mir ist einer. Siehst du den? Was? Na, ich kann mich nicht bewegen, sonst werde ich gesehen. Die sind alle ein bisschen aufmerksam geworden jetzt auf das. Ziemlich gut Zug in den Wald. Oh, sie haben mich gesehen. Oh, oder? Bombardement? Scheiße! Gut. Sorry. Oh. Was? Immerhin gehen, ich bin noch nicht entdeckt, also ich kann mich da noch. Okay, ich schau, dass ich irgendwo in Deckung gebe. Habt ihr mit den Bomben? Oh. Okay, super. Jetzt hab ich's. Arrow is in the house. Jetzt hab ich's ins Haus geschafft. Wer ist in der Ich Haus? weiß nicht mal, wie du hast. Arrow. Ich bin mit dem Bogen unterwegs. Oh, pass auf. Oh, okay, gut. Bitte? Arrow? Wer ist in... Arrow ist eine Serie, eine geile. Ja, der mit dem Bogen. Ja, genau. Genau, da bin ich. Da habe ich nur die erste Staffel gesehen. Da bin ich der Schwarze. Von Arrow. Ich kann mir jetzt nicht mehr so erinnern, ich habe nur eine Staffel gesehen. Bogen ist geil, der, Anschluss und weggesehen. Der Diggle. Der hat auch immer die Waffen halt gehabt, die Maschinenpistole und so. Das Aufräumen von hinten klappt bis jetzt ganz gut. Und ich räume da im Haus irgendwie gut auf. Yes. Sehr schön. Aber gut gemacht. Wir sind zwar entdeckt worden, aber wir sind nicht das heißt, draufgegangen. Wenn wir wirklich übers offene Gelände gekommen sind, glaube ich, war schlecht. Weil wir hatten da noch keine Möglichkeit, weißt du, selbst wenn die Schreie hören, dorthin gehen, keine Möglichkeit auszuweichen, wir konnten nur durch den Wald. Ja. Aber wir lernen. Im nächsten Region wird's besser. War jetzt schon eigentlich top, sag ich mal. Ja, so gesehen war es dann top dann noch. Ich nehme mich dann, wie du gesagt hast, du wurdest entdeckt, bin ich einfach in den Wald runtergelaufen und bin unten spazieren gegangen und hinten wieder raufgekommen. Aber vielleicht das mit dem Jagen sollten wir uns auch wirklich überlegen, ob wir mal jagen gehen.
stimmt. Was hast du für uns? Fürs Jagen wäre Bogen gescheiter. Das ist wurscht. Glaube ich, oder? Ja, stimmt. 1800. Neues Pöpper-Versteck entdeckt. Dieses Pöpper-Versteck haben wir noch nicht gelöst, dieses Westen-Nest. Da muss man irgendwas suchen. Ja, ich weiß. Das habe ich das erste schon auf der Insel nicht lösen können. Was habe ich nicht einmal gefunden? Das war hier. In der Nähe, sage ich mal. Was ist da? Da kann man Flugzeuge kaufen. Ah. Schau mal, wie viel kostet eins? Ah, das stimmt, das habe ich nicht geschaut. Das, was wir geflogen haben von dem Haberer, ist 2500. 7200 mit leichter LMG. Kann der schießen? Das ist aber günstig. Die Frage ist, wie oft brauchst du es halt? Ja, eh. Was ich finde, stehen zu wenig Helikopter in der Gegend umeinander. Für das anstehende Bitterroot Flower Festival kann man sich ab jetzt um einen Verkaufsstart bewerben. Das jährliche Fest feiert das kulturelle Erbe des Salish-Stammes. Ich war echt glücklich, als ich gehört habe, dass du Fort's End befreit hast. Wie gewohnt findet das Fest im Bitterroot Valley statt. Und dass man sich das, den Wagen nicht anfordern kann, der einen gehört. Das ist ziemlich cool. Die Taufen der Sekte sind verrückt. Wie meinst du es? Du meinst so mitten auf der Straße? Mhm. Ja, aber... Ja, das ist aber irgendwie blöd. Wer bringt er den zum Beispiel? Ja, oder sie machen, dass bei jedem Außenposten so ein Haberer dabei wäre. Oh, warte. Oh, bist du schon hingegangen? Ich bin schon unterwegs, so zu Fuß über die Landebahn. Mit Fahrgelegenheit gefällig. Ja, wenn du einen hast. Servus. Servus. Oh, jetzt habe ich nicht geschaut. Schau wegen des Silos auch. Oh. Der ist nicht mehr. Ich glaube, da ist schon das Haus. Warte. Ach so. Ja, aber ich glaube, wir müssen hin, oder? Sicher? Nicht anschleichen? Ich glaube schon. Wenn das so ein Zeichen ist, ist normal. Bist du schon voll Action da? Genau, Partner wurde entdeckt. Ja, aber die haben schon gekämpft heute. Oh, ich bin nur rot. Von hinten? Ja. Oh, vom Wald doch. Irgendwo ist noch einer, glaube ich. Oder? Nein. Na, bin noch vor da. Hat er gerade gesagt, Kevin? Kevin, bist du alleine zu Hause? Ah, erste Hilfe. Sie wollen unsere Geschichte auslöschen, uns demoralisieren, uns brechen, damit wir aufgeben. Aber nicht solange ich hier bin. Solange ich noch atme, wird nicht. Oder wo bist du? Oh? Und du? Aber ich brauche Rente. Sie dürfen gleich wieder da sein.
Wie bist du da rausgekommen? Ah, da? Okay. Ich bleib oben, ich hab das Harper. Bleibst du unten? Wird zwar sowas von den Arsch sein, aber ich bleib unten. Rechts kommen Gegner. Straße. Ein Auto, zwei Autos, nein, ein Quad und ein Auto. Mit Baseballschläger will er kommen, Alter. Links, rechts kommen sie. Ja, bin ich schon dabei. Es geht im Wald nicht. Sehr schön. Auto vorne, Hauptstraße. Mit MG, mit MG, mit MG. Oh, OMG. Hab ich. Hab ich. Vermarkt. Rechts. Und Straße. Rechts über mich, nimmst du Straße? Okay. Sie schießen auf ein anderes Grab. Das mit der Flagge. Oh, wo ist wer von der Straße? Wow! Die Straße ist voll. Das mit der Flagge. Oh, ich sehe überhaupt nichts mehr. Scharfschütze, Scharfschütze. Es kommen noch mehr aus Südosten. Kriegst du den? Ja. So, nachladen war ein Masse. Fehler. Oh, das eine Grab ist schon ein bisschen angeschlagen. Flammenwerfer. Der geht auch urschwer zum Down kriegen. Bam. Verfahren zurückziehen! Hast du den einen? Gar nichts, war alles. Wald, rechts. Oh, Straße auch. Dann du Straße wieder, ich Wald? Ja. Obwohl, ich bräuchte dann Rechtshilfe. Weil da ist Flammenwerfer. Ja, bei mir auch. Okay, dann. Haben. Oh, ich hab noch ein Pistol. Der ist genau in die Höhe gegangen. Der ist genau beim Grabmann in die Höhe gegangen. Oh shit. Naja, zwei haben wir noch. Ich sprich noch nicht mit dir. Zu spät. Oh. Warum? Plündern. Oh, da ist noch einer. Ja, hätten wir ihn, kann er gehen, aber auch noch. Oh, da kommen wieder welche. Ah, jetzt. So. Und was hat sie gesagt? Dass sie mir hilft. So wieder. Das heißt, zwei Gräber haben gereicht quasi. Naja. Das haben wir auch gedacht, das weiß ich jetzt aus. Ich kenne sie schon, seit sie ein Kind war. Ehrlich, knochenhart und eine neue Fahrzeuge. Genau wie ihr Vater. Und wahrscheinlich eine deutlich bessere Schützin. Die wird dir auf jeden Fall noch den Arsch retten. Ah, jetzt doch. Okay.
So. Was tun wir jetzt? So, schauen wir mal auf die Karte. Zwack. Missionsziel erreichen Sie die... Das haben wir doch schon gemacht, oder? Was? Wir könnten das Versteck machen, das Pulper-Versteck zum Beispiel. Okay. Was muss ich da machen mit dem LKW? Muss ich, da. Aufmachen, oder? Oha. Panzerfaust. Wicked. Ja, wo ist denn das Versteck? Das Versteck ist ja nicht so weit weg, glaube ich, gell? Genau, das ist eine Straße 6, runter. 600 Meter, ich habe sie markiert. Ja. 300 Meter. Otto. Oh. Ah ja, genau. 300 Meter. Ich hab voll. Okay. Ich hab die Scharfe. Schau mal, dass wir jetzt dran sind. Panne? Jupp. Wow! Flammenwerfer! 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 Oh! Ich kann es nicht schon. Bitte? Ich hab mich allein gestellt. Jep. Oh, das war keine gute Idee, was ich gemacht habe. Ich dachte, im Wasser bin ich safe, aber der hat mich gesehen, dass ich ins Wasser springe. Also, nicht stimmen. Bei den anderen Prepper-Verstecke waren diesmal immer weniger Gegner. Na, waren auch viele bei der letzten, wo die große Aale war, wo die Bienen drin waren. Ah ja, stimmt. Da habe ich ja sogar den an, was war das, Bär oder Wolf befragt? Ja, genau. Hat. Was du hier hast, das keine Propagandaplakate oder so sind. Genau, ja. Na gut, noch einmal. Was aber auch da können welche sein jetzt. Schon. Mhm. Oh. So kann man auch auf sich aufmerksam. Sie wissen ja nicht, woher das kam. Ich schalte mal auf Bogen und. So, da den Schalldämpfer drauf gehen wir am Bogen. Hm. Nein, ich gehe links beim Haus vorbei. Ich gehe rechts vorbei. So, rechts ist einer weg. Was glaube ich. Hm.
So, finde das Versteck. Ja, das ist glaube ich einfach. Oh, was war das jetzt? Eingestürzt. Jungspund, das ist das große Los. Ein Prepper-Versteck. Wenn du es da hineinschaffst, wartet in der Regel ein ganzer Haufen nützlicher Kram, den jemand sicher verstaut hat. Schau ruhig mal nach. So, da müssen wir rein. Kuckuck. Oh, wie bist du da reingekommen jetzt? Und herumgegangen, durchs Haus durch. Oh, da brennt's überall. Das ist ein ganzer Bunker, ist das geil. Alter, warte auf mich. Vorteilspunkte. Haufenweise Geld. Oh, und ich komm nicht runter. Munition? Wenn du Eindruck hinterlassen möchtest, stell Sprengstoff her. Zum Glück haben die Leute alle Materialien gehortet, die man dafür braucht. Schnapp sie dir und fang an zu basteln. Und an. Safe. Mit Marken werden. So. Was machen wir hier noch? Ha. Hast du schon Geld genommen? Alles, ja. Okay, dann nehme ich mal das Restliche. Naja, das Geld, die Punkte liegen auch bei dir, oder? Irgendwelche Hefte. Vorteilshefte, ja. Ja. Drei Punkte. Also zahlt sich das echt aus, das zu machen. Das heißt, das andere könnte man dann auch wirklich machen, was du mir entdeckt hast. Jupp. Nur da hab ich es nicht gefunden. Auf der Insel meinst du? Kommt man auf der Insel überhaupt wieder? Nein, das jetzt. Das, was du markiert hast. Ach so, kann man sicher fahren, was man nicht fahren kann. Ist das und wie kommt man hier wieder raus? Das ist die andere Frage. Rein war es ja leicht. Raus. Ah ja, da, Fenster. Achso, du meinst, weil ich noch eins markiert habe? Ja. Na gut, das machen wir noch geschwind. Du bist vorbeigekommen bei meiner Markierung. Ja, du hättest links gehört. Warte, jetzt ist wieder da. Was jetzt? Warte mal, was ist das jetzt? Der verfolgt uns, ich kann nicht immer stehen bleiben. Ja, oh ja, fahr links rein jetzt. Zu den vielleicht. Genau, jetzt immer der Straße entlang. Kannst du den vielleicht ausschalten, weil ich bin gleich tot. Wem denn? Oh, wohin fährst du? Na, ich bin da ein bisschen von der Straße abgekommen. Das wird zu viel. Ist das hier schon losgeht? Das gehört eigentlich nicht einmal dazu. Da können wir vorbeilaufen. Ich habe jetzt schon komisch gewesen. 200 Meter vor. Wer ist noch weiter von können? Ich warte.
Ich sehe da keinen. Vielleicht haben wir das schon gemacht einmal. Ist das nicht das Haus von den beiden? Wahnsinn. Ich höre Stimmen. So. Okay, keiner da. Karte benötigt. So. Da kommt man aber nicht durch. Was? Oder hast du da schon was genommen? Hab schon eine Karte genommen, ja. Ach so. Sag das doch gleich. Ich wusste nicht, dass du auch mit runter gehst. Ich wollte die Party nicht verpassen. Vorteilspunkte? So. Oh, hab ich unten ein Duktchen durchs. Jetzt bist du wieder da. Hast du die eingesammelt oder was? Die Vorteilspunkte? Nein, unten. Du musst das Wasser absaugen lassen. Ach so. Ach so, und das hast du jetzt gemacht da drinnen? Ja, das ist aufgestellt und. So. Das sind drei Vorteils. Nämlich auf der Insel gibt es auch eins, das ist unter Wasser. Oh, okay, das safe. Schauen wir uns dann. Wir safe. Weiß ich, ja. Also Geld verschwenden kann ich jetzt keine Waffe abgeben. Oh. Ich gehe dabei rauf. Ja, ich bin hier auf dem Weg. Ich will weitergehen. Oh! Hast du das jetzt gefallen lassen? Ja, ich hab mich wieder verdrückt. Oh nein, Gegner! Oh! Oh, ne. Oh. Hat der redet die ganze Zeit, der Hammer da. Oh, wo sind die scheiß Binnen wieder herkommen? So, ja, den auf der Insel, den können wir dann irgendwann auch wirklich machen, wenn wir da mal wieder zurückfahren. Yep. Aber ja, den habe ich auch einzeichnet, Körper versteckt. Aber jetzt beenden wir mal die Folge. Oh! Genau. Alter, was war das jetzt? Mal. Bis dann. Oh, das hat mich attackiert, Alter. Stinkt dir. Ein Stinktier! Motherfucking Stinktier, Alter! Na gut, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Ciao, Papa. Ciao.